Warum hast du denn überhaupt gekräht? Es ist doch Mittag. Ich muss doch dafür sorgen, dass alle wach sind, wenn das Mutterschwein seine Jungen kriegt. Da hörst du's. Du hättest gar nicht zu brüllen brauchen. Mathilda wollte uns doch Bescheid geben, wenn es soweit ist. Das war abgesprochen. Ach du liebe Zeit. Und warum hat mir wieder keiner was gesagt? Margot braucht doch bestimmt ärztliche Unterstützung. Gertrud kann's einfach nicht lassen. Halt, halt! Noch nicht, Margot! Warte auf mich! Bist du verrückt? Zurück mit dir! Du bist frisch geboren, du kannst noch nicht raus! Mach, dass du zu deiner Mutter kommst! Sieht doch ganz niedlich aus. Aber sehr rosa. Schweinebabys sind nun mal rosa. Bist du das Einzige? Sonst sind's aber immer mehr. Ich bin das Erste. Aber es sind noch ein paar nachgekommen, nur da wurde es mir zu eng. Die drängeln sich alle so um meine Mama, dass ich beschlossen habe, mit dem Trinken zu warten, bis sich der Trubel etwas gelegt hat. Oh, ein Ferkel, das vernünftig ist? Wo gibt's denn sowas?